Recht herzlich willkommen zur 179. Folge von Towns. Ja, hier unten hatten wir aufgeräumt und ja, dann war die Pause drin, weil wir irgendwo einen Angriff haben. Gucken wir uns den doch mal gerade an. Oh, warum geht das jetzt nicht hier? Muss ich da draufklicken, alles klar. Und da sind, naja, ein paar Spider, ne? Also, halb so wild, lassen wir sie laufen. Wir haben noch einen Händler hier. Okay, der kriegt noch 27 Knochen, aber die 27 Knochen müssen ja unten schon alleine bald liegen, ne? Werden vielleicht auch hier weggeholt, ne, oder? Jo, passt. Gut, dann geht das da auch voran. Wir haben noch ein paar Mauern zum Teilen hier, damit, falls da wieder welche kommen sollten von diesen Zombies, da wir da eine Unterteilung haben. Das macht ja dann auch Sinn. Da kommen auch die nächsten Steine für diese Wand. Will dann mal hoffen, ne? Aber ich glaube, der hat sich gerade eine neue Rüstung geholt hier, ne? Eine bessere. Könnte sein, ne? Macht er, holt noch Knochen, super, und er auch, ne? Ja, wunderbar. Da kommt noch ein Stein, der wird dann auch noch hingebracht. Läuft. Ja, wir müssten jetzt nur, können jetzt überlegen, dass wir hier eine Tür reinmachen, oder? Unlock. Ah, das wäre jetzt doof, weil wir hätten erst den oberen anlocken müssen und dann den unteren, ne? Hm. Jetzt zu spät. Die Frage, ja, da kommen sie auf jeden Fall schon mal durch. Das ist nämlich der kürzere Weg dann. Das ist schon mal gut. Der macht das auch. Jetzt müssen sie nur diese Steine vielleicht nehmen, ne? Hm. Ja, da müsste man noch neue Mauern ziehen, dann wird das wieder gehen, ne? Und die Frage, ob wir hier noch was machen. Eigentlich wollten wir da vielleicht nichts mehr machen, ne, oder? Ja, super läuft, ne? Machen wir so. Gucken wir mal, ob sie die hier wegholen. Wahrscheinlich den unteren, ja, den oberen, nein, ne, oder? Obwohl, da gehen welche. Ah, der untere Stein ist schon weg und den oberen kommen sie wahrscheinlich nicht dran, ne? Und das ist das Problem, ne? Wollen wir da mal Unlock? Ja, funktioniert dann nicht. Weil wahrscheinlich hier nicht der passende Stein hingesetzt werden kann. Gut. Jetzt klappt's, oder? Jetzt wird der hier oben wohl weggenommen, gehe ich von aus, oder? Na, die beiden sehen so aus, als ob die es machen wollten. Nicht wirklich, aber der hat's gemacht. Jetzt die Frage, der geht da nicht weg, da muss ein Scarfold hin, ne? Anders wird das nicht funktionieren, gehe ich von aus. Nee. Dann machen wir da ein Scarfold hin und wenn der da ist, dann können wir den oberen auch wieder wegkriegen, ne? Läuft, oder? Immer diese Complications. Da kommt er schon. Und? Nimmt aber keiner den oberen weg, ne? Aber wir können den ja jetzt von da rechts nach hier links setzen lassen. Dann passt das wieder, ne? Dann kommt da noch eine Tür rein. Dann können wir das da auch zumachen, oder? Die laufen alle schön rein und raus. Ah, jetzt hat's geklappt. Delete Scarfold und dann Build the Door. Und nochmal zurück. Furniture-Türen, da. Ja, jetzt muss natürlich erst da der Scarfold weg. Da ist er weg. Und jetzt kommt da eine Tür hin. Dann geht das auch, ne? So, Mauer können wir auch mal gucken. Ist da fertig? Oh, da sind neue Leute gekommen, oder wie sehe ich das? Ne, ein Held war das. Oh, da haben wir schon 8 Helden, wow. Der hier unten, der sollte sich mal was anziehen, ne? Der kriegt kalte Füße. So, da sieht's gut aus. Hier haben wir keine Mauer. Hier haben wir so einen komischen Zaun, der ja nicht so dolle war. Hier ist die Mauer gezogen. Und da muss sie noch mehr gezogen werden. Gehen wir da mal gerade rein. So, so, so.
Und ich glaube, wir müssen das so machen. Und na super, das hat wieder geklappt, ne? Dingens, sag schon, na. Shift-Taste nicht gedrückt. Also, warte mal. Oh, das ist ja jetzt richtig doof, ne? Wenn das jetzt wüsste, wo das zu Ende geht, ne? So nicht, so nicht. So. Ist toll, ne? Das geht hier irgendwie. Complicated. Ja, geht nur so, interessant. Dann lass das mal so. Gucken wir, wie das wird. Werden da aber Schwebende gemacht? Nee, ne, oder? Irgendwie sieht das hier komisch aus. Kann ich das damit wegmachen? Dann würde ich das gerne wegmachen. Oh, super. Ne, geht so nicht. Ja, weiß ich auch nicht, wie das da gebaut wird dann, ne? Wir werden es sehen, wenn es soweit gebaut wird dann. So. Da kann man jetzt hochgehen. Wenn ich den aber Unlock mache und den dahinter gleich auch, dann kann man da nicht mehr hochgehen, oder? Aber dieser Stein... Ne, musste dahin. Schade, ne? Jetzt sieht man das erst hier. Wie das sein muss. Okay, dann bauen wir das da halt nochmal. Kommt schon einer, der einen Stein dabei hat. Aber der ist woanders für. Hierfür. Sehr interessant, ne? Gut. Dann gucken wir uns das mal an. Vielleicht kommt da ja gleich noch einer mit dem Stein. War keiner, ne? Nö. Jetzt holt sich da einer den Unlock da weg. Wer weiß, wo er den hinsetzt. Mal gucken. Ja. Cool, oder? 10 cm umgesetzt. Passt. Und dann da. Dann sollte das laufen eigentlich, ne? Das geht auch. Das wird der Haupteingang. Hier kann keiner hoch. Ich glaube, da muss noch einer hin, damit da keiner rüber kann. Da ist es so. Bis da kann keiner. Vielleicht müssen wir hier noch einen mehr machen. Und da muss auf jeden Fall auch noch einer hin. Und ich glaube, hier müssen noch ein paar mehr hin. Da. Ich glaube, da auch noch zwei hin. Tja, die Blue Radieschen. Gasern wir noch. Und wenn die weg sind, dann kommt da eine Mauer hin, ne? Wie sieht das hier aus? Ich glaube, hier ist das ziemlich gut abgedeckt, ne? Ja, das passt. Hier nicht. Nicht mehr ausgewählt. Ich glaube, hier muss noch zwei hin. Warte mal. Da ist der. Das heißt, da können sie auch hoch. Ja, ich glaube, das ist schon passend, dass da noch zwei hin müssen. Bis da ist das. Ich mach da mal auch noch zwei. Schade, wieder die Shift-Taste nicht, sondern die Steuerungstaste gedrückt. Ich glaube, da ist das so. Da kann höchstens einer sein. Und dann machen wir das auch und dann ist auch gut, ne?
glaube, das passt jetzt hier. Die Mauer ist fertig. Hier sind wir dabei. Haben sie jetzt die Dingensradieschen schon weggemacht? Nee. Oder doch? Jetzt müssen wir noch Cut machen. Geerntet haben wir sie. Dann passt das schon. Und dann geht es wieder an die Steine. Da unten wird hingelaufen. Das wird gebaut. Das passt dann. Ich glaube, er macht jetzt hier die Radieschen weg. Genau so ist es. Ja, schade. Ich dachte, er macht beide weg. Das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Ja, würden Sie bitte da noch dieses Radieschenpflänzchen wegmachen? Mhm. Das kann dann auch so. Einmal bitte hier. Hier, was denn jetzt hier? Na, da kommt der Radieschenmensch. So, jetzt können wir da bauen und fertig. Gut, dann läuft das auch. Hier ist noch nicht weitergemacht worden dann. Hier klappt es aber mit der Mauer. Ja, super. Zack. Zack. Gut, da sind sie überall am Arbeiten. Da geht es richtig voran dann. Gut. Schauen wir mal, wie es hier oben aussieht, beziehungsweise hier in der Küche. Essen. Gibt's hier eigentlich was drinne? Kommt noch ein Händler? Oh, den brauchen wir noch nicht anklicken da, den müssen wir erstmal weiterkommen lassen. Ach so, Essen wollte ich gucken gerade. 9 Brote, Äpfel und Birnen sind da, läuft. Händler kommt dann gleich hier irgendwo hin. Ach, da sind sogar noch Sachen drin, ne? Krass, oder? Okay. Helm getauscht, glaube. Oh ja, hier können wir noch was abbauen. Komplett weg. Gucken, ob da Bergarbeiter sind, die das machen. Und gucken, wenn der Händler da ist. Ah, da kommt er schon. Was der uns mitbringt. So, jetzt ist er da. Hecken, Stühle, Türen, Tische, Wasserräder, noch eine Tür. Ja, interessante Sachen. Kabat, Betten, Krankenschrank, Pflanzen, Lampen. Piepvogel. Den nehmen wir auf jeden Fall. Und die Kerze nehmen wir auch noch. Und was möchte er dafür haben? Mut. Was Mut? Das Mut. Weg damit. Kann er alle haben. Möchte er auch alle haben. Ja, zack, mach mal. Ist ein Deal. Dass wir das loswerden, ne? Liegt ja auch alles hier so rum. Gut, oh, kommt schon Neues. Hier wird nämlich noch mehr abgebaut. Passt also. Ja, super. Dann kriegt er auch den Dreck. Den werden hoffentlich andere dann auch hinbringen. Ja, da läuft schon. Super. Dann geht's da schon voran. Da kommt einer mit dem Stein angestürzt. Wo läuft denn mit dem Stein hin? Falsche Richtung. Wieso ging der so komisch jetzt hier lang? Unerklärlich, oder? Naja. Nochmal hier. Und nochmal da. Den haben wir da ja letztens weggenommen, ne? Oder wie war das? Ja,
Ja, sehr interessant, wie die schon da hinten rumlaufen, damit sie hinkommen. Okay. Passt. Da muss noch was hingebracht werden. Hier ist schon die Leiter. Ach so, da unten war das auch noch irgendwo, ne? Genau, da können wir noch ein paar Stufen hinmachen. Macht Sinn, oder? Waren die hier? Da waren die. Diesen machen wir dahin. Dahin und dahin. Und dann können die da hochlaufen auch, ne? Oder auch runter. Hier müssen wir noch gucken, wie das klappt. Okay, dann müsste hier. Ich glaube, da muss erst ein Stein hin, ne? Genau. Da müssen wir erst einen Stein setzen. Dass der hochkommt, ne? Ja, kann er ruhig dahin. Dann passt das. Gehen wir wieder zurück. Wieder hier ins Werkzeugmenü und dort wieder die Treppe auswählen und da kann die schon mal hin. Und wenn der da wäre, können wir da noch einen drauf machen und die können dann auch hoch und runter gehen, ne? So, super. Ja, das Einmauern funktioniert in Anführungsstrichen, ne? Ja, läuft. Händler war hier jetzt. Der kriegt auch immer ordentlich was zugeliefert. Das ist auch gut. Gucken wir mal rein. 66 Dreck noch. Wir haben schon alles von ihm gekriegt, was wir wollten wohl. Ja, ist doch schön. Und dieser Müll hier wird auch weniger. Hier wird auch weitergearbeitet. Läuft also auch. Passt. Da kommt ein anderer und macht den weg, oder? Und da ist er schon. Ja, Dreck gibt es auch noch mehr. Also wird er auch nicht zu wenig kriegen. Läuft. Weiß gar nicht, wir haben 8 Helden und wie viele Räume? 2, 4, 6, 7. Ja, okay. 6 sind noch dabei. 16 Zimmer sind da zu vergeben. Alles klar, da ist ja alles. Tutti, wenn wir erst die Hälfte belegt haben, ne? Gut. Soweit, so gut. Aber ich würde auch sagen, für die Folge soll es dann erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.